Also wir haben uns damals sehr gefreut auf das Turnier 2008. Wir waren sehr gut vorbereitet mit der Schweizer Nazi und haben eigentlich dann auch eine gute Leistung gebracht und so ein bisschen das Maximum rausholen. Leider haben wir im Halbfinale verloren nach Verlängerung gegen Schweden. Aber ich denke gleich, dass es rein von Art und Weise her ein sehr guter Auftritt war. Was ich nie werde vergessen von der WM 2008, ist sicher der Ausgleich im Bronzenspiel gegen Tschechien, den ich schiessen konnte, der extrem laut war vorher. Die tschechischen Fans haben ihre Mannschaft unterstützt und dann konnten wir den Ausgleich schiessen. Und dann ist es von einer auf die andere Sekunde ganz still gewesen. Und für uns war das ein riesen Moment, dass wir dann in Verlängerung noch zu Goal schiessen konnten und die Bronzemedaille gewinnen. Also die WM 2008 hat mir wie die meisten WM so einfach weitere Motivation gegeben für den Sport. Es ist immer sehr schön, wenn man zusammenkommt und eigentlich trainiert zwei Jahre und das dann abprüfen kann und dann das Turnier erleben kann. Meine WM ist eigentlich das Speziellste, was kannst du erleben als Spieler. Und das war schon 2008 so, dass du eigentlich dann zurückgehst in den Club und wieder motiviert bist für die nächsten Trainings, die nächsten Aufgaben, die ich mit dem Verein noch habe. Von Prag selber erwarte ich halt, ja, dass sich das nochmal weiterentwickelt, wie immer in Tschechien da verleben. Die Turniere sind extrem gut organisiert. Das Zuschauerinteresse ist riesig und für uns Spieler ist es natürlich ja, perfekt, wenn wir wissen, was uns hier erwartet. Und da kann man sich eigentlich nur darauf freuen.